Die Samsung Galaxy Watch Ultra ist die neue Premium-Smartwatch aus Südkorea und kostet mit rund 700 Euro auch entsprechend. Wer weniger ausgeben möchte, kann zur ebenfalls neuen und üppig ausgestatteten Samsung Galaxy Watch 7 für rund 400 Euro greifen. Wir haben beide Smartwatches für euch getestet. Dass Samsungs Ultra Smartwatch von Apple inspiriert ist, ist fast eine Untertreibung. Das runde Display steckt in einem typischen eckigen Gehäuse, die Funktionstaste sieht wie eine drehbare Krone aus und sogar das Schwimmerarmband ist fast identisch zu dem der Apple Watch Ultra. Auch die Gestensteuerung per Doppeltippen von Daumen und Zeigefinger hat Samsung übernommen. Leider ist die Watch im Vergleich zu Apple oder Huawei nicht zum Tauchen geeignet und die Krone lässt sich nicht drehen. Aber mal abgesehen davon bekommt ihr mit der Ultra von Samsung eine immens starke Smartwatch. Das hochwertige OLED-Display lässt sich stets gut ablesen und die Steuerung funktioniert prima. Dank Titangehäuse und Saphirglas hält die Watch einiges aus. Die Akkulaufzeit von rund 42 Stunden ist tadellos. Apple und Huawei sind aber besser. Deutlich traditioneller zeigt sich die Galaxy Watch 7. Da ist das runde Display wirklich noch rund. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich bei der Ergonomie nicht viel geändert. Die Touch-, Tasten- und Sprachsteuerung plus digitaler Lünette klappt weiterhin super. Die Akkulaufzeit liegt bei etwa 31 Stunden, das könnte gerne mehr sein. Dafür dauert das Laden nur eine Stunde. In puncto Funktionsumfang unterscheiden sich Watch Ultra und Watch 7 wenig voneinander. Das teurere Modell ist nur besser gegen Wasser geschützt. Was Körpersensoren, Sportfunktionen und smarte Features angeht, bekommt ihr aber ziemlich den gleichen üppigen Umfang. Von der Blutsauerstoffmessung bis zum Zyklus-Tracking per Hauttemperatur ist alles dabei. Die eSIM-Unterstützung für Mobilfunk ist bei der Watch 7 optional, beim Ultra-Modell Standard. Die Galaxy Watch 7 bekommt die in 40mm und 44mm Größe. Das kleinere Modell hat auch einen kleineren Akku. Beim 40mm Modell ohne Mobilfunk werden rund 320 Euro fällig. Möchtet ihr die große Uhr plus eSIM-Funktion, seid ihr mit rund 400 Euro dabei. Die Galaxy Watch Ultra gibt es nur in der voll ausgestatteten 47mm Einheitsgröße für rund 700 Euro. Im Premium-Bereich zahlt ihr für die Apple Watch Ultra 2 rund 150 Euro mehr. Sie ist unter den Smartwatches aber derzeit das Nonplusultra, was die Ausstattung angeht. Das Gegenstück zu Galaxy Watch 7 wäre die Apple Watch Series 9. Die ist aber mit ihrem Preis von rund 560 Euro erheblich teurer. Wer sparen will, kann zur Google Pixel Watch 2 für unter 300 Euro greifen.